Endlich tun wir es, mein Liebster. Sicher. Was auch immer du sagst. Jax. Auf eine glückliche Hochzeit. So mit der mir selbst gegebenen Kraft ernenne ich euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen. Darauf habe ich so lange gewartet. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Küsse du. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, am Ende ist es ja nicht meine Schuld. Oh, Jax. Was war das? Nein! Stopp die Hochzeit sofort und hört mich an! Du darfst sie nicht heiraten! Was sagst du da? Nicht dein Ernst! Was passiert hier nur? Und wieder eine ruinierte Hochzeit. Oh, Pony, du bist wirklich gekommen! Wenn du glaubst, du könntest meine Hochzeit verhindern, dann hast du dich getäuscht! Verschwinde von hier! Aber ich bin glücklich für sie! Ja, aber sie ist verrückt! Lügnerin! Sie werden es alle erfahren! Luli Lalo war verliebt in ein Bild von Jax, als sie uns zufällig spazieren gehen sah. Hand in Hand. Die Prinzessin war eifersüchtig auf uns. Du siehst so wunderschön aus. Ich? Oh, Moment. Küss mich, Baby. Kannst du warten? Was? Gib mir eine Minute. Das war merkwürdig, aber okay. Ich bin gleich zurück. Danke dir. Aber mein Kuss. Das ist meine Chance. Ich habe einen Korb bekommen. Hallo, wer ist da? Mein Schöner. Versuchst du gerade mit mir zu flirten? Ich weiß nicht wirklich. Weißt du es? Versuch's erst gar nicht. Ich hab schon jemanden. Oh ja? Nun, der Witz geht auf dich. Denn du bist mit einem Mädchen zusammen, das hässlich und böse ist. Sie ist hässlich, aber böse? Sie versucht dich umzubringen. Oh meine Güte, was soll ich bloß mit dir machen? Hey, ich habe dir ein selbstgemachtes Eis mitgebracht. Oh, aber sie konnte meine Liebe für ihn nicht akzeptieren. Also lenkte sie uns ab, bevor sie tödliches Gift über das Eis goss. Verrückt in meiner Süße. Oh, kümmert euch nicht um mich, war sicher nur der Wind. Ich denke... Wen interessiert's? Hier, nimm mein Geschenk. In Ordnung, aber es sieht so verdächtig aus. Ist das mit Pfefferminzgeschmack? Deine Lieblingssorte. Nur für dich. Hatte sie etwa recht? Fast geschafft. Oh, ich meine, du isst nicht, es wird dich umbringen. Wem soll ich nur vertrauen? Ich hab's extra selbst gemacht. Versuch es. Aber sie... Ich würde es nicht essen, wenn ich leben wollte. Diese Entscheidung tut mir wirklich leid. Oh Gott, es war vergiftet. Wusstest du davon? Du wolltest mich wirklich umbringen, Pom? Nein, nichts dergleichen. Ich hätte fast eine Mörderin geküsst. Über was redest du da? Du bist so gemein. Sah nicht so aus, als hätte sie so etwas geplant. Pomni, warte. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Würdest du gerne mein Prinz sein, Jax? Ein Hasenprinz? Warum hasst er mich bloß so sehr? Es war noch nicht meine Schuld. Weil du hässlich bist. Sei leise. Entschuldige, ich wollte dein Selbstmitleidsgefasel nicht unterbrechen. Aber Jax ertrinkt gerade im Schokoladenteig. Halte durch. Nach allem, was zuvor passiert ist, habe ich keine Sekunde gezögert, um ihn vor dem Ertrinken in diesem blöden Teich zu retten. Aber als ich endlich seine Ohren zu fassen bekam, erkannte ich Luli Lalos Falle. Ist das dein Ernst? War das etwa die ganze Zeit dein Plan? Oh, was denn noch? Irgendjemand, Hilfe! Sei bloß weg von mir! Sprungseite! Was hast du überhaupt mit mir vor? Ich will an dich fressen! Bist du verrückt? Aber hallo! Tu's nicht! Was denn? Ich konnte gerade so entkommen, um euch zu sagen, dass sie eine Lügnerin ist. Entschuldigst du mich etwa? Es ist so schön, dich zu sehen. Was könnt ihr nicht mit mir machen? Ich bin eure Majestät, eure Hoheit, eure Prinzessin. Und ich kann das unverschämt euch nicht mehr akzeptieren. Das ist doch nicht normal. Reinzugehen. Ihr werdet damit nicht davonkommen. Was ist denn plötzlich los? Wer kommt als nächstes? Das habe ich nicht verdient. Hey, stopp diesen Wahnsinn sofort. Oh ja, willst du mich etwa ganz alleine aufhalten? Ich wusste nicht, dass sie böse ist. Komm und kämpf mit mir. Oh nein! Ich werde dich bestrafen für alles, was du getan hast. Du bist die Einzige hier, die bestraft werden muss. Aber klar. Was? Hey, lass meine Geliebte sofort runter, sonst... Autsch! Jax, nein! Jetzt kommst du dran, Witzbold. Wird so wirklich alles enden? Das wird es! Irgendwer, Hilfe! Nein! Das reicht jetzt, du hässliches Monster! Unmöglich! Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich bin eure Hoheit, die Süßigkeitenprinzessin. Ich esse Süßigkeiten zum Frühstück, du dreckige Lügnerin. Verschwinde aus unserer Welt. Oh mein Gott, Jax, bitte antworte mir. Ich kann nicht glauben, dass er vor uns gegangen ist, Jax. Ruhe und Frieden. Bitte, Kane, tu doch etwas. Für dich jederzeit, Pony. Das kann nicht sein, wieso klappt es nicht? Ich hab's es muss doch versucht. Klappen. Oh, Jax, ich werde dich so vermissen. Mein geliebter Ehemann, ich liebe dich. Das kann einfach nicht. Was? Du bist am Leben? Hungriger denn je. Ist meine Klasse, du Idiot. Erlebt. Erlebt. Oh, wow.
Tu mir nicht weh, Säurekönigin. Das liegt nicht in deiner Hand. Ich werde dich in Stücke reißen, denn du bist nicht mehr als ein nutzloser Kellner. Das ist nicht wahr. Aber ich sollte mich besser vorbereiten. Es gibt keinen Grund für eine Konfrontation. Das kann nicht sein. Okay. Es gibt doch keine schönere Vorstellung, als einen Diener auf Knien zu sehen. Verbeug dich vor deiner Königin. Also, wie ich bereits sagte, lass uns... Von jetzt an wird nur die Dunkelheit über das Königreich regieren. Sieh sich einer dieses Geschenk an. Hol mich sofort hier raus. Schwester? Hallo, liebste Schwester. Was hast du denn da? Das ist für dich. Wirklich? Oh mein Gott, das ist so beeindruckend. Ich hab dich ja so lieb, Schwesterchen. Ich bin dir so dankbar, dich zu haben. Oh, ich erinnere mich. Kein Anfassen. Man sieht sich und danke. Großartig. Ich hab gesehen, was du getan hast. Das ist unakzeptabel. Ich werde es der Prinzessin sagen. Nein, sie wird dir nicht glauben. Willst du darum wetten? Du wirst mir nicht drohen, du unverschämte Diener. Okay, wir sollten darüber... Jesus, das war ziemlich knapp. Ich muss die anderen warnen. Du wirst nicht verkommen. Ich muss es versuchen. Warte. Irgendwelche letzten Worte. Bitte, vergib mir. Das ist das Flehmige. Genug. Ich werde dich niemanden mehr verletzen lassen. Meine Güte. Bist du K.O.? Du hast Komm schon, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich werde dich beschützen. Meine Heldin. Los geht's. Drops. Wo ist mein Snack? Blau! Ich werde euch beide umbringen! Wo sind diese Skittles? Psst, es ist okay. Sei nur leise. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich spüre euer Diabetes. Verdammt! Runter mit dir. Ich werde sie ablenken. Irgendwie. Ist euer Blut dick genug? Hallöchen, Prinzessin. Ich suche nach Pomni. Habt ihr sie irgendwo gesehen? Oh. Sie ist klein und süß wie Zuckerwatte. Das kann nicht sein. Jax, sie ist böse. Das ist verdächtig. Aber okay. Eure Hoheit? Was zum... Erlaube mir zu helfen. Ich möchte mich doch nicht im Königshaus aufdrängen. Ich werde sie einfach warten. Nicht so wieder. Welche Osternkinder. Jax. Wow. Du hattest recht, Pomni. Wir müssen Aber aufpassen Jax. Und brauchen einen Plan. Ich weiß, wir finden Danke. Die wahre Prinzessin und dann zeigen wir sie ihr. Bleib weg von uns, bitte. Keine Sorge, kein Anfassen, nur fressen. Das ist noch realer als... Liebste Schwester, hast du auch diese Schreie gehört? Ich habe ein paar Leckerbissen gefunden. Du bist in letzter Zeit so nett zu mir. Alles für die Familie. Zumindest sind sie so zusammen. Das sieht aus wie... Wie magisch. Da ist sie ja. Oh nein. Futterzeit. Ich muss irgendetwas tun. Nein. Oh mein Gott, lass mich runter. Entschuldige. Ist schon okay. Es ist nur... Was hast du dir nur dabei gedacht? Deine Schwester ist böse. Ja, sie hat Kinder und Gänger in Süßigkeiten verwandelt. Sie muss bestraft werden. Aber sie ist doch so süß. Keine Hektik, meine Lieben. Unglaublich. Wenn du einen Beweis brauchst, da hast du ihn. Hilfe! Käsekuchen und Muffin. Wie eklig. Ich kann nicht... Ich regle das sofort. Yummy. Was glaubst du, was du da machst? Möchtest du mit mir teilen? Berge sind Freunde. Sie haben mir alles erzählt. Ganz genau. Sie hat versucht, uns alle zu fressen. Du wirst jetzt bestraft sofort. Nein. Genau genommen wirst du jetzt dran sein. Warte. Nein. Diese gemeine Verbrecherin. Prinzessin, geht es dir gut? Ich werde sie nicht davonkommen lassen. Komm her, du Feigling. Hey, du wirst dich sofort beruhigen, oder? Oder was? Ich bin nicht diejenige, die auf jeden Tanzen drückt. Es gibt keine Entschuldigung zu. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Wie kannst du nur so grausam sein? Game over, Säureregen. Du kannst nirgends mehr hin, also gib einfach auf. Das ist nicht wirklich eine Option. Los, tanze für mich. Tanzen? Ironie wird mich dieses Mal nicht verwirren. War das schon alles? Wie wäre es hiermit? Hier! Oh, das ist nicht fair! Spielt keine große Rolle mehr. Stopp! Du bist zu weit gegangen. Ich kann mich nicht bewegen. Das wirst doch nicht für eine Weile. Du bist stärker. Hilfe! Oh, ich bin frei. Oh, ouch. Pomni, alles okay bei dir? Ich bin noch nicht geschlagen. Oh, was? Tu uns allen den Gefallen und bring ihre Freunde zurück. Jax! Mach schon. Ich hab sie bereits gefuscht. Das sie hat sie ja nicht verdient. Weiß, wie dramatisch. Wir sind zurück. Sie
Wir sind zurück. Endlich. Jax, ich hab dich vermisst. Wir haben es geschafft. Wir machen uns größenwahnsinnig. Es ist fast fertig. Es ist perfekt. Er sieht so wunderschön aus. Ich muss ihn einfach nudeln. Aber ich bin noch nicht bereit dafür. Ja, was soll ich bloß machen? Ich weiß. Lada. Hey, Jax. Siehst du das dort? Komm, ich zeig's dir. Wirklich, alles ist hier ist essbar. Das hier. Super lecker. Wie wäre schon eine heiße Schokolade? Oder weiche, fluffige Zuckerwatte. Magst du probieren? Natürlich. Ich kann es wagen, mich zu ignorieren. Ja, alles in Ordnung, Prinzessin. Ihr seht echt verbittert aus. Meine Liebe ist halt so. Sehen Sie an, sind wir nicht wie füreinander geschaffen? Oh nein. Aber das ist doch nie. Diese Eindringling hat in mir gestohlen. Nicht rein, ich habe eine Idee. Ich sage schon, dass dir das jetzt nicht mehr geht. Und dieser Elefant ist auch eine Süßigkeit. Hallo, mein Freund. Oh, du bist so süß. Was zum... Natürlich bin ich das. Hey, was ist denn los? Du machst mir Angst. Aber natürlich, ein Schokoladenkrokodil. Warte doch mal. Ich liebe es. Komm und lass dich drücken. Das werde ich nicht zulassen. Omni, Vorsicht, das Ding sieht nicht freundlich aus. Mal wiedersehen. Raus hier. Was glaubst du, wo du hin willst? Aus dir machen einen Schokoschein. Er wird nur mir gehört. Ich weiß nicht, aber wir sind ihn erstmal los. Wo sind die bloß hin? Vielleicht auch nicht. Ich verstecke euch zwar, aber ich kann eure Angst riechen. Glaubst du, er hat uns gesehen? Warum will er mich fressen? Ich habe solche Angst, ich will nicht sterben. Warte. Kleines Mädchen. Hey, hab ich euch. Sind jetzt sicher, Pomni. Jam, so lecker. Was tust du da? Jam. Du bist zu laut. Mal sehen, was das war. Oh. Das ist ein Turteltaubenmeer. Jetzt bezahlt ihr dafür. Das ist doch ein Schloss. Jax, wohin sollen wir jetzt? Vielleicht war das doch keine gute Idee. Ich zerstöre euch wie einen Haufen Keks. Es tut mir so leid, Pomni. So ist richtig. Sagt auf Wiedersehen, bevor ich euch zermatsche. Warte, gib nicht auf. Tu was. Hier komm ich. Ich glaube, das ist das Ende. Ja, keine Angst, es wird schnell gehen. Schnell? Das ist es. Was ist mit dir? Autsch. Was? Ich glaub's einfach nicht. Diese verdammte Kleine. Ja, hey, überlass es einem Spezialisten. Er ist tot. Oh, sieht so aus. Wow, du hast uns gerettet. Ich fühle mich auch richtig gut dabei. Dann fühl doch mal, ich sag meine Krallschild. Du bist der Beste. Was ist mal sehen, wie witzig du das hier findest. Nicht zu wieder. Du kommst mit mir, wir haben da was zu klären. Lass mich los. Was ist bloß mit diesem Königreich los? Hey, du, warte. Wo sollst du denn hin, kleine Hase? Ich kann nicht. Ich glaube kaum, dass er dich diesmal retten kann. Wo bin ich hier? Ei, dann schließt du. Mir egal. Bestimmt nicht, wenn ich dafür sorge, dass sich dein Freund nicht verliebt. Du bist eine hässliche Kuh. Ja, genug. Ich habe sie verloren. Ich habe alles ruiniert. Sie haben Pomni mitgenommen. Und das war meine Schuld. Hey, Süße. Oh, die Prinzessin. Wiedersehen, Jack. Wie geht's dir, mein Schöner? Komm her. Lust auf einen Spaziergang. Du steckst also hinter diesem Zirkus. Gib mir Pomni zurück. Tut mir so leid, aber das wird niemals passieren. Ich wollte sie nur noch mal sehen, damit ich das tun kann. Was? Ich wusste es. Komm mit ja, mir. Okay. Jax, du bist es. Na endlich. Gott sei Dank geht es dir gut. Entschuldigung? Oh, wie schön, dich zu sehen. Ich bin nur hier, um dir das zu geben. Es ist vorbei. Was? Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, aber du wirst es nicht verstehen. Was soll das werden? Warte mal kurz. Krieg ich noch eine Chance? Du verräterischer Haus, was wirst du bezahlen? Oh nein, jetzt habe ich beide auf den Fersen. Lieber Jax, das ist es. Jetzt muss ich mich hier noch beeilen. Komm schon, Pomni, halt dich richtig fest. Du bist doch wahnsinnig geworden. Vertrau mir. Das ist die verrückteste Idee, die ich je gehört habe. Wir machen das schon zusammen. Und los geht's. Wir machen aus diesen Süßigkeiten jetzt einen Kuchen. Ich kann kaum erwarten, dich zu essen. Wo sind sie hin? Achtung, wir sind gleich da. Diese beiden werden es mal bereuen. Oh, was für ein süßes Durcheinander. Vorsicht! Was ist das? Sei ruhig, sagst du nichts mit dir. Pomni. Oh, Jax. Komm zurück, ich will doch nur reden. Was darfst du mal sagen? Schnapp sie dir! Was zum Teufel? Geh aus mir raus! Ich bin gar nicht in dir, alter Mann! Dieser Glück ist klingelt so gut! Ganz ruhig, mein Freund! Ich werde nur kurz! Warte, Schlag! Jetzt geht's los! Ich glaub dir nicht! Was? Nimm das zu schwer! Gute Arbeit, Spoo! Was ist dein Problem, alter Mann? Was hast du jetzt vor? Klingel, warte! Ich helfe dir sofort! Ruf den Krankenwagen! Aber nicht für mich! Genug! Na, wollte nicht! Das wird das Beste für dich sein! Nicht schon wieder einfach still! Ich glaube, ich hab sie betrieben. Oh, das hat geklappt. Nichts, worüber man sich runter. Wie undankbar. Jungs, ich möchte euch einen Deal anbieten. Unterschreibt hier und ihr werdet den besten Job der Welt haben. Ich verspreche, ihr werdet es nicht unterschreiben. Okay, bitte. Ich brauche die besten Angestellten für meinen neuen Süßigkeitenladen, okay? Auf keinen Fall. Eure letzte Chance. Werdet ihr unterzeichnen? Ich sage nein. Ich hab's versucht. Kommt nicht heulen zu mir. Hallo, ich bin so groß. Ich bin ziemlich hungrig. Ich bin so gut.
Okay, ich hoffe, das wäre damit auch geklärt. Deine Zahnversicherung. Klasse, wir fangen sofort an. Hase, hier ist deine Uniform. Hey, Kollege. Was ist das denn? Hast du angewaschen? Los geht's. Du wirst diesen Rekord brechen. Null Kunden. Niemand ist gekommen. Letzte Chance, du Idiot. Viel Glück. Das hier ist dein Platz. Am Ende des Tages muss diese Box voll mit Geld sein. Ich verstehe vollkommen. Hähnchen? Kane, Hilfe, nein. Entschuldige, aber wir haben einen Vertrag. Was? Ich glaube, du brauchst etwas Hilfe. Das kommt hier hin. Cool. Was zum Teufel? Das wird dir helfen, dich besser zu konzentrieren und nur an die Arbeiten. Sieht gut an dir aus. Ist die Kasse etwa schon zu viel für dich? Weißt du überhaupt, wie man rechnet? Brauchst du einen Taschenrechner? Hey, du klaust auch nur eine Münze. Ich will einen richtig funkelnden Tisch. Das ist ein Keks, den kann man nicht sauber ist machen. Ist mir egal. Hilfe, ich könnte endlich meine Rache haben. Ich lenke sie ab und du haust ab. Noch keine Pause. Was für ein guter Freund, ich muss es versuchen. Willkommen. Cool, ich werde keinen Zugang. Nur noch 36 Stunden bis zu deiner Pause. Das hast du verdient. Ich glaube, er braucht noch etwas Hilfe. Warte, wie ihr wollt. Fertig. An die Arbeit. Danke sehr. So schlimm ist es hier gar nicht. Wie lange müssen wir hier noch rumgammeln? Niemand kommt hierher. Niemand. Na, wie lief's? Hast du geschlafen? Hast du die Nacht durchgemacht? Guten Morgen. Wie steht's mit unserem Rekord? Vielleicht ist es ja doch nicht so einfach. Es wird einfach nicht sauberer. Niemand hat was laufen gesagt. Ich habe meine Arbeit bestaubt. Vielleicht hast du vergessen, die Kunden aufzuschreiben. Alle Angestellte in die Schublade voll. Voll? Nur wie voll? Was? Niemand kam mit deinen ekelhaften Laden. Also... Vielleicht bin ich doch nicht für sowas gemacht. Warte, ich wollte nicht... Nicht gut. Sie sind weg. Schnell einen neuen Versuch starten. Oh nein. Es heißt jetzt ganz oder gar nicht jetzt. Freiheit! Da wäre ich mir nicht so sicher. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Lenk die Hand ab und ich flüchte durch den Hinterausgang. Okay, so machen wir es. Oh, Hand! Was? Ich, es ist so... ich denke da... klar. Hattest du mich schon vergessen? Du kannst mich nicht aufhalten. Oh, endlich. Gute Arbeit, Kollege. Vielleicht war der Laden eine miese Idee. Habt ihr geöffnet? Ich bin auf der Suche nach ein paar Süßigkeiten. Ein Kunde? Wir haben haufenweise Süßigkeiten. Möchtest du ihn bauen? Ich meinte, dass ich alle Süßigkeiten haben will. Was? Das hätte ich mir denken können. Niemand will hier was einkaufen. Ich nehme mal an, du kannst einfach alles mitnehmen. Gar nicht gut. Das ist unsere ganz besondere Auswahl. Wunderbar, ja, Zumindest bring mir noch mehr. Lass die Finger von hier. Wow. Keine Sorge, Boss, wir haben alles unter Kontrolle. Ach, Jungs, das schreit förmlich nach einer Gehaltserhöhung. Runter! Mein Verlangt nach mehr. Mal sehen. Wow. Könntest du bitte ordentlich zählen? Was sagt er da? Oh, vielleicht habe ich ja damit mehr Glück als jetzt. Willst du die hier? Hör auf zu spielen. Autsch. Hab sie. Jetzt bist du dran. Wow. Nein. Oh, was ist passiert? Hört auf rumzualbern. Oh. Das ist her damit. Vielleicht nehmen die mich ja ernst, wenn ich jemanden kalt mache. Sag gleich wohl, Hase. Nein, unmöglich. Warum musste das passieren? Warum? Nein, warum habt ihr das getan? Prinzessin! Die werden immer nur mich, die Managerin, geleitet werden. Was ein Idiot. Prinzessin, wieso? Bloß wieso? Meine Angestellten, ihr seid die Besten. Wie kannst du nur? Schau dich los zu finden. Kennst du schon meinen kleinen Freund? Was ist denn das? Ich mach zu futtern. Auf Nimmerwiedersehen, Prinzessin! Er ist weg. Schön, dass es euch gut geht. Prinzessin? Ihr habt euer Bestes gegeben, nicht wahr? Boah, hier arbeitest du also? Entschuldige, Bursche, ich hätte gerne einen Lutscher. Unsere erste Kundin. Hier bitte, danke ganz sehr. Frisch. Ja, der Rest ist für euch. Ist das alles? Ich glaube, da geht sicher was? Noch etwas mehr, was ein oder? Ein Idiot. Okay, hier. Ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Prinzessin, schau, wie viel wir eingenommen haben. Haben wir es wirklich geschafft? Nicht nur das. Seht da drüber. Wir haben unseren Rekord gebrochen. Jungs, ihr habt meinen Traum wahr werden lassen. Ah, oh, das war doch nichts, Prinzessin. Oder? Die Zeit ist um. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Nächste, wir werden nichts mehr vermissen. Unser größter Tag. Ja, ich bin immer noch
noch nicht sicher, was das betrifft. Mein erster Kuss wird fantastisch sein. Ich werde nicht weinen. Okay, ich liebe Hochzeiten. Du darfst die Braut jetzt küssen. Das Vergnügen ist deins, Liebling. Ich habe etwas tun. Hört auf! Was? Du das checkst? Komm mir nicht näher. Du willst nur ihr Vermögen. Was hast du gesagt? Unmöglich. Hochzeiten sind cool. Nichts davon stimmt, du Lügner. Er ist eifersüchtig auf unseren besonderen Tag. Das ist überhaupt nicht wahr. Hört mich an. Das ich flehe euch an. Es ist zu entschuldigen, was du getan hast. Aber Prinzessin, out. Was macht ihr da? Geh weg und lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Hört auf damit! Warum glaubt ihr mir alle nicht? Schnappt ihn euch! Das wird zu viel! Leute, bitte! Es funktioniert! Lass sie nicht entkommen! Tut mir nichts! Hört auf! Vater? Ich habe alles gesehen, ich kenne die Wahrheit. Hört zu! Ich sah ihn, wie er mit sich selbst sprach und etwas Schreckliches plante. Das ist es. Ich werde Lula Lilu heiraten und wenn sie es am wenigsten erwartet, werde ich all ihren Reichtum stehlen. Schrecklich! Habe ich da etwas gehört? Ach egal, es muss der Wind sein. Zeit ist zu tun. Was ist los? Ne, nichts. Willst du was abhaben? Ich esse keinen Zucker, aber das weiß ich zu schätzen. Wie kann sie es wagen, mich abzulehnen? So ein fantastischer Tag. Oh. Prinzessin, sei vorsichtig. Niemand hilft mir. Guten Morgen, Prinzessin. Warte. Victor! Keine Sorge, ich habe dich. Hast du mich gerade gerettet? Mein Held. Und ich würde es tausendmal tun, Liebes. Wie beeindruckend. Das Danke. Vergnügen ist mein. Oh. Was gedenkt er da zu tun? Wie höflich. Warte. Ich muss los, Liebling. Okay, dann werde ich ab jetzt von dir träumen. Juhu. Wie süß. Oh, verdammt. Damit wird er nicht davonkommen. Jax? Für dich, meine Was Prinzessin. Ist das? Mit ihnen kann ich meine Liebe ausdrücken. Ich glaube nicht, dass ich dasselbe fühle. Aber danke nochmal. Entschuldige, dass ich nicht genug bin. Aua. Pass auf, mein du Narr. Oh Gott, es tut mir so leid, Eure Majestät. Und wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich muss wohin? Will er ihr einen Antrag machen? Unmöglich, aber warte. Ja, das ist alles, was ich brauche, um fortzufahren. Ich verstehe wirklich nicht, was er damit vorhat. Und dann ist sie hingefallen. Alles ist bereit. Ja, verlieb dich. Was? Was? Jemand hat uns einen Teil seines Herzens gegeben. Wie romantisch. Wo ist sie? Ich habe sie endlich gefunden. Ich hoffe, er mag. Was? Du siehst umwerfend aus, Prinzessin. Ich wollte dir etwas geben. Willst du mich heiraten, Prinzessin Lulilalu? Jax, so ein romantischer Gentleman. Ist das ein Ja? Das glaube ich nicht. Mann, was ist dein Problem? Du hast unseren Moment ruiniert. Habe ich das, Prinzessin? Schau! Jax, wie nett von ihm. Siehst du? Auf keinen Fall. Er ist ein Frauenheld, der mit deinem Herzen spielt. Schmutziger Spieler. Das stimmt überhaupt nicht. Der König denkt sich das aus. Wie kannst du es wagen, deinem König gegenüber so respektlos zu sein? Das tut weh. Ich weiß, dass du eifersüchtig bist. Hör einfach auf. Eifersüchtig? Ich sage ihr nur die Wahrheit über dich. Wovon redest du, Prinzessin? Du Betrüger. Das ist falsch. Glaub mir. Es scheint, als wäre das mein Stichwort. Heirate mich stattdessen, Prinzessin. Wirklich? Ich werde dich immer respektieren und lieben, meine Liebe. Hör auf! Tu es nicht! Oh, Jax, ich habe dich wirklich geliebt. Aber ich bin nicht bereit, meinen Selbstrespekt für jemanden zu verlieren. Prinzessin! Es ist Zeit zu akzeptieren, dass ich besser bin. Wen interessiert das? Du kannst unserer Liebe nicht widerstehen. Das ist der Grund, warum ich dich loswerden muss. Hast du Kräfte? Bitte Hilfe! Was machst du mit mir? Bleib weg von mir! In Ordnung, ich kann es kaum erwarten, deine Angst zu schmecken. Ist das mein Ende? Obwohl, Jax, ich bin auf Diät. Bis bald. Unmöglich! Was passiert hier? Ich versinke. Es ist zu spät für mich. Auf Wiedersehen für immer, meine geliebte... Oh, kleiner Kerl, was ist mit dir passiert? Willst du mich essen oder sowas? Nichts davon. Lass mich dir mit ein paar Zaubertricks helfen. Wir müssen diesen König aufhalten. Sicher, er wird bezahlen. Glaub diesem Lügner nicht, Prinzessin Eche. Nein, ich bleibe bei ihm. Yeah. Nein, ich werde dieses respektlose Verhalten nicht tolerieren. Nein, Prinzessin, pass auf. Nein. Wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Das ist euer Ende. Schlecht. Ich werde nicht zulassen, dass du unseren Moment wieder ruinierst. Nimm das! Beeindruckend, aber nicht genug! Ich verliere Kraft, aber ich kann nicht aufgeben! Lass uns in Ruhe! Was ist das für eine Kraft? Habe ich verloren? Das darfst du nicht enden! Lass mich nicht, ich bin zu bitter! In der
gesagt hat. Dem stimme ich zu. Es tut mir leid. Ich bin auf Diät. Oh, du hast es geschafft. Das war die Kraft, die ich brauchte. Wow. Niemand kann Süßigkeiten wie ich essen. Und Kinga sagte, für dich du Dolle. Beeindruckend. Hey, Liebling, ich möchte dein Süßigkeitenprinz sein. Meine Güte. Autsch, so ein süßer Tag. Genau wie du. Hör mir zu, Lulilalu. Bitte, ich möchte nur eine Chance. Warte mich. Chips, hey, Pony. Wir waren zusammen auf einem Date. Erinnerst du dich? Du bist nicht mehr interessant. Das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Wir werden damit sicher heiraten. Warum zum Teufel liebe ich nur diesen verdammten... Ich bin hier fertig. Süße Träume werden gemacht aus... Das hier... Ich bin zu widersprechen. Ich habe von einer Menge Plüschtiere geträumt. Kinga, ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich. Ich... Natürlich, aber mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen oder so. Hört auf mich! Was machst du da? Aua! Ich schwöre, das wärst du büßen, du Narr. Ich bin wirklich interessiert, aber danke. Willst du meine neue Queenie sehen? Ich denke, ihr müsst euch beruhigen. Wir können nie aufhören, dich zu lieben. Geschenke sind unnötig, danke. Heirate mich. Pass auf. Hör auf damit. Sie wird mir gehören. Sie ist königlich, genauso wie ich. Lass es sein. Das kann nur eins bedeuten. Ja, zeig, was du drauf hast. Schuyuken! Halt die Klappe, Mann! Sie gehört mir! Das werden wir sehen! Verletzt euch nicht gegenseitig! Was macht ihr? Sie gehört mir! Hör auf! Absurd! Eine perfekte Gelegenheit zur Flucht! Kneifen ist unfair! Prinzessin, warte mal! Sie ist weg! Aber ich habe für ihre Liebe gekämpft. Ohne Zweifel war das allein deine Schuld. Willst du noch mehr? Lass uns das beenden. Warum, du kleiner... Lassen Sie noch eine Weile kämpfen. Die perfekte Gelegenheit für mich, von hier zu entkommen. Was jetzt? Ich wollte nur Hallo sagen. Du bist so süß wie dieser Lolli, aber ich bin aus Zucker. Ich kann ihn nicht essen. Nicht das cleverste Geschenk. Aber ich würde trotzdem gern deine süßen Lippen kosten. Warum belästigt mich jeder? Prinzessin? So ein bitterer Tag. Es tut mir so leid. Sag das nochmal. Mein Herz schlägt schneller, wenn ich dich sehe. Dann geh zum Arzt. Du bist diejenige, die es heilen könnte. Absolut nicht. Meine Geliebte, zumindest habe ich etwas Kuchen bekommen. Es wird jedes Mal schwieriger, wegzulaufen. Wo nicht warst schon du? Wieder. Ich hab dich vermisst. Respektiere endlich meine Individualität. Ich bin hier raus. Ay, mi morena de mi corazón. Was soll das alles bedeuten? Ich muss sie alle loswerden. Süße Prinzessin Lulilalu, ich gebe dir alles, was du willst. Ich verspreche dir ewiges Leben mit mir. Bist du verrückt? Für das dich, Baby. Ich verlange einen sicheren Ort. Mach auf, Schätzchen. Es scheint, als hätte die ganze freie Zeit ihre Gehirne beeinträchtigt. Was ist das? Bleib sofort stehen! Du nimmst uns unsere Jungs weg. Zeit für ein paar Zuckerstangen. Ich wollte doch gar nichts machen. Hast du nicht? Ich habe versucht, sie loszuwerden. Dann schulden wir dir eine Entschuldigung. Es tut mir leid, ich war eifersüchtig. Hab eure Jungs. Das ist eine Bande von Narren. Sie hat recht. Lass uns helfen. Ernsthaft? Dankeschön. Mach dir keine Sorgen. Das ist so süß. Passt auf. Unmöglich. Nichts in dieser Welt könnte mich von meiner süßen Prinzessin trennen. Meine Geliebte ist direkt tot. Auf meine Wache! Keine Sorge, wir werden dich beschützen. Ich will nur reden. Vertraue keinem dieser Männer. Prinzessin! Sie sind immer düsterer. Wir werden sie aufhalten. Beginnend mit diesem Betrüger. Uns alle vernichten. Das hast du verdient. Lolli! Halt deinen Mund. Ich werde sie mit meiner Magie dazu bringen, mich zu lieben. Was machst du da? Geh, Prinzessin. Alles klar. Das ist totales Chaos. Ich weiß nicht mal, wie ich in einem Stück hier rauskomme. Keine von Ihnen ist eine echte Prinzessin. Komm nicht zurück. Sie haben nicht gelogen, als Sie sagten, man solle Männer nicht trauen. Die kämpfen echt hart für Mädchen. Moment mal, ist sie das? Jungs, sie ist da drüben. Ist das mein Ende? Bereit für unseren ersten Kuss? Nein, nicht, wenn ich zuerst ihre Liebe gewinne. Sie gehört mir. Ich bin kein Objekt. Hallo, hab keine Angst, ich bin freundlich. Bitte hilf mir, sie sind hinter mir her. Mach dir keine Sorgen, niemand sucht nach dir. Ich weiß schon, wer mein Retter sein wird. Prinzessin, hör auf, guck mal. Wie könnt ihr es wagen, eure Hoheit zu belästigen? Das ist schlecht. Ich bin allergisch gegen Krokodile. Tschüss. Ich weiß nichts über Krokodile, außer dass sie mich umbringen könnten. Es ist so gruselig. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Nächstes Mal benutzt euer Gehirn, wenn ihr ein Mädchen Hilfe! Kann mir jemand bitte? Oh, meine Hand ekelhaft. Was? Was passiert hier? Oh nein!
Wohin glaubst du, dass du gehst, junge Dame? Du bleibst hier. Was ist das? Ich muss jetzt stehen. Los, los. Nein, warte. Ich sage los, wie unmöglich. Ich beeil mich lieber. Das war weit genug. Ein Schritt und ich bin draußen. Oh nein, ich bin in Schwierigkeiten. Lass uns darüber reden. Natürlich können wir reden. Wie bedrohlich. Tu mir bitte nichts. Was? Nein, im Ernst, ich möchte reden. Hast du mich deshalb verfolgt? Ich habe keine Freunde. Ich bin schon so lange in diesem Pool. Ach, Kumpel, lass mich dir helfen, hier rauszukommen. Es wird Spaß machen. Ich bin verflucht. Was? Lass es mich erklären. Als ich ein Kind war, war ich so verrückt nach Schokolade. Ich konnte nicht aufhören zu essen. So eklig. Die Kinder waren so gemein zu mir. Achtung, Klasse. Hört auf zu essen. Was? Tut mir leid. Du wirst der Erste sein, der den heutigen Test macht. Ich möchte dich rennen. Los, jetzt. Ja, Herr Lehrer. Der Lehrer stellte mich auf die Probe, bei der ich mein Bestes gab, um dieses Hindernis zu überspringen. Es war cool. Unglaublich. Das war nur Glück. Ich schaffe es. Oh nein. Was ist das für ein tiefer Schmerz in meiner Brust? Aha, ich bin müde. Raus aus meinem Unterricht. Aber ich will nicht gehen. Du bist suspendiert. Verschwinde. Das war echt schlimm, aber zumindest habe ich etwas Schokolade. Was? Nein. Armselig. Oh nein, es war die letzte. Warum tut ihr mir das an? Was ist das? Ich könnte mich sehen. Versuchst du mich reinzulegen? Oh nein. Oh, du. Grüße, mein Lieber. Wer bist du? Tu mir nichts. Oh, du süßer Junge. Warum kommst du nicht mit in meine Welt? Sie ist voller Süßigkeiten. Es wird Spaß machen. Klingt cool, aber ich weiß nicht. Was ist passiert? Die anderen Kinder haben gegen einen Boxsack mit meinem Gesicht gekämpft, während sie gelacht und sich über mich lustig gemacht haben. Sie sind böse. Oh, armer Junge. Ich schwöre, ich werde dich gut behandeln. Ich habe Angst, aber okay. Richtige Entscheidung, Junge. Was ist los? Wir sind angekommen. Es gibt hier kein WLAN. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich auch. Oh. Hi. Hallo. Was ist das? Ein Mensch? Magst du etwas mit mir teilen? Welches? Das hier? Danke, Herr. Ich kann auch meine Löffel teilen. Du hast es schon gegessen. Sorry. Was ist das? Unmöglich. Ein ganzer Pool aus flüssiger Schokolade. Was ist los? Ist das niemals? Es ist verflucht. Aber ich liebe Schokolade. Okay, aber was ist, wenn ich einfach nur einen kleinen Schluck nehme? Also gut, was machst du? Nein! Was? Es tut mir leid, aber ich bin überhaupt nicht verflucht. Was ist passiert? Was? Ich fühle mich nicht gut. Ich verliere die Kontrolle. Junger Mann! Das Kind? Oh nein! Hilfe! Jemand muss mir helfen. Ich ertrinke. Ich hab ihm gesagt, dass er es nicht tun soll. Was passiert? Oh Gott, was ist los, mein Körper? Das war so traurig. Ich wollte nur einen Freund. Was machst du? Ich werde dein bester Freund sein. Oh, super, vielen Dank.